Sein Problem wird sein, dass er mich nicht ernst nimmt. Boah, der Kampf wird definitiv stattfinden. Ich habe so Lust, den in den Arsch zu treten. Michaels! Wenn sie dir sagen, dass du nicht in ihrer Liga spielst, wenn du hinfällst und niemand dir die Hand reicht, wenn du den allergrößten Feind in deinem Spiegel siehst, ist deine Zeit gekommen, das hier ist deine Chance. Hallo Leute, willkommen bei Michael Smolik. Schön, dass ihr mal wieder mit am Start seid. Ich hoffe, es geht euch allen gut da draußen. Das leidige Thema Christian Eckerlin. Ich hab's satt. Ich wollte auch darauf eigentlich gar nicht reagieren. Viele Leute hatten mir aber geschrieben, du kannst das so doch nicht sitzen lassen, was er zu dir gesagt hat und so. Äußere dich mal dazu. Ich wollte es mir eigentlich aufsparen für die Vorbereitung. Ich ziehe mir das immer sehr, sehr gerne rein, wenn jemand irgendwie Scheiße über mich labert, gegen mich schießt oder sonst irgendwas sagt. Wobei, ich will ja nicht vorurteilen. Ich habe die Videos noch nicht gesehen. Vielleicht war er ja diesmal nett. Das war deine falsche Entscheidung, du kleiner Sportsfreund. Deshalb werde ich auf sein letztes Video reagieren. Bevor wir aber mit dem Video komplett starten, schaut gerne mal im Shop vorbei, www.smolik.de. Da gibt es auch noch die alten Pullis, die mit am Start sind. Ich freue mich sehr über euren Support und ich freue mich auch sehr, dass ihr das so feiert. So, genug geredet, wir gehen direkt in das Video vom Eckerlin rein. So. Oh, gleich zwei Videos. Okay, das eine ist eine Reaction auf meinen Kampf. Ist eigentlich uninteressant. Ich kann mir eh denken, was er dazu gesagt hat. Das gucke ich mir ein andermal an. Das spare ich mir tatsächlich für die Vorbereitung auf. Wir gucken uns Smolik will mich verprügeln. Mein Abschlussstatement an. Okay, Intro haben wir übersprungen. Mal gucken, was er dazu sagen hat. Schön, dass ihr mit am Start seid. In diesem Video werde ich auf die Kritik eingehen, die ihr gegenüber meinem Versuch geäußert. Dann werde ich auf Ringlife eingehen, etwas zu Eckerlin sagen, zu meinen MMA-Pro-Fights. Und auch einen möglichen nächsten Gegner nennen, beziehungsweise wie es denn bei mir weitergeht. Debüt Adnan Alic. Wollen wir das an? Brauchen wir nicht viel sagen, wir wissen alles, wann. Wieso guckst du denn so? Mensch, Christian, was ist mit dir los? Das war nicht so, wie wir uns vorgestellt haben. Mach Spur ein bisschen vor. Ob das ein Flop ist, das nee. Edmund hat dir ja in seinem Video gesagt, jetzt, dass es normal sei, dass man nicht gleich den Champ kämpft. Für mich ist trotzdem MMA und Kickboxen eine komplett unterschiedliche Sportart. Jeder, ach, der das MMA ganz auch kein Mensch an. Also, warum ist denn der so unsympathisch? Oder hat der nur so einen Hass gegen mich? Okay, weiter. Du kritisieren zu müssen, dass du so viel Ahnung hast, dann hab doch die Eier und kämpf gegen mich. Reite doch gegen mich, zeig doch, was du kannst. Das weiß ich. Er weiß schon, also das Lachen war schon, das passiert eh nicht. Nein. Ich weiß schon, wo er das gesagt hat. Weil ich doch gesagt habe zu ihm, ob er Eier hat und kämpfen kommen soll. Aber dann sollen die Bären kämpfen. Aber ist doch. Hä? Da ging es doch um Edmund. Weil ich doch zu ihm gesagt habe, ob er Eier hat und kämpfen kommen soll. Moment. Also das Lachen war schon, das passiert eh nicht. Nein. Ich weiß schon, wo er das gesagt hat. Weil ich doch gesagt habe zu ihm, ob er Eier hat und kämpfen kommen soll. Aber dann sollen die Bären kämpfen. Aber ist doch ein. Also Moment. Das war von mir ja ein Joke in Bezug auf Ringlife. Weil alle immer gesagt haben, jetzt wird er auch noch Ringlife herausfordern, weil er ihn kritisiert. Deswegen habe ich darüber einen Joke gemacht. Ringlife wiegt, keine Ahnung, 30 Kilo weniger als ich. Der hatte ja auch gemeint, dass er gerne mal gegen mich boxen möchte. Ich hatte auch gesagt oder darunter kommentiert, wenn ich keine Pro-Fights habe und wenn nichts ansteht, können wir das gerne auch mal machen. Darum geht es aber gerade gar nicht. Also entweder verstehe ich das gerade falsch oder die haben es einfach gar nicht gerafft. Aber okay. Lustiger Clown. Also der hat ja auch das Gesicht und den Kopf wie ein Clown. Also von daher ist es schon in Ordnung. Moment. Das ist doch ein lustiger Clown. Also der hat ja auch das Gesicht und den Kopf wie ein Clown. Also von daher ist es schon in Ordnung. Ich habe so Lust, den in den Arsch zu treten. So ein netter Kerl, ein süßer Kerl. Ist ein süßer Kerl. Weißt du, ein süßer Kerl. Was hat er mit Kampfsport zu tun? Ja? Okay, was ich mit Kampfsport zu tun habe, wird er spätestens erfahren, wenn er mit mir im Cage steht. Boah, deswegen habe ich auch gesagt, ich hatte ja letztens noch eine Story gemacht, gestern,
dass ich mich dazu nicht äußere, beziehungsweise mir das Video gar nicht anschaue, weil ich mir das aufspare für die Vorbereitung. Genau aus diesem Grund. Ich hoffe, dass meine Hand schnell verheilt, weil, okay. Hinter ein paar Sachen kann ich trotzdem nicht stehen hier. Ich muss erst mal eins sagen. Ganz kurz zu Ringlife, ne? Das ist wirklich ein Typ, der trifft es genau auf den Kopf. Ja. Der guckt, der macht diese Reaktionsvideos von ihm. Er macht auch, hat jetzt, seit ich YouTube angefangen hat, Reaktionsvideos über mich gemacht. Ich sag dir, ich feiere den Typ so übertrieben. Voll, richtig korrekt und der ist real. Der ist einfach authentisch. Und das ist das. Und das hier, ich sag dir, das ist nicht real. Ja. Das ist einfach irgendwas Gestelltes, Schauspielerei oder sonst irgendwas. Aber das kann er ja schauspielen. Ja. Ey, ja, ich kenne den viel zu wenig. Die Leute sagen mir, das ist RTL, ich sehe es nur in den Kommentaren, RTL-Bulle. Ja, ja, genau. Okay, einerseits sagt er, ich sei nicht real und nicht authentisch. Andererseits sagt er, er kennt mich nicht. Finde den Fehler, Christian. Also im echten Leben und im Fernsehen. Oh, Polizist. Ja, richtig von Herzen. Ich will der beste Deutsche sein. Ich will. Ah, jetzt. Ja, ich fordere ihn heraus, weil er ist zwei Gewichtsklassen unter mir, damit der Kampf nicht zustande kommt. Das ist Quatsch. Das ist absoluter Quatsch. Herr Kalin läuft mit über 90 Kilo rum. Und ja, ich habe gesagt, dass ich ihn nächstes Jahr überholen werde. Und ich glaube auch, dass ich das Potenzial habe. Aber was will er denn überholen? Kommen, um was meint er damit? Er will der Beste in Deutschland werden. Also. Man ist Kämpfer. Man braucht diese Selbstkraft, dieses Selbstvertrauen in sich. Ich glaube, sein Problem wird sein, dass er mich nicht ernst nimmt. Egal, was ich äußere, egal, was ich sage, so, er scheißt da so voll drauf. Er guckt da so voll von oben herab auf mich und denkt sich so, was will der mir überhaupt sagen? Aber okay. Wir werden sehen. Oh, mein Gott. Er ist auch noch Life-Coach. Und so muss man auch noch. Verstehe ja. Also bin ich Life-Coach. Echt jetzt? Das ist mir neu. Wer ist sie überhaupt? Also ich finde sie ja von ihrer Art her zumindest mal sympathischer, das muss ich sagen. Mein Weg, Leute, ich bin jetzt mittlerweile 30 Jahre. Ja, ich bin so alles klar. Ihr hat fast unser Alter erreicht. Ja, fast. Das Gequake von dem kann ich mir gar nicht mehr anhören. Guck mal, ich sag auch jetzt das letzte Mal was darüber. Ich muss ja den jungen Mann mit seinen zarten 30 Jahren, er ist ja, ja nicht der stabilste, sag ich mal. Was bin ich nicht? Er ist ja, ja nicht der stabilste, sag ich mal. Nicht der stabilste? Ich lasse ihn einfach mal in Ruhe. Ich sage jetzt mein Statement dazu, sag ich mal. Statement oder wie auch immer. Meine Ansage an ihn. Er sagte, er braucht ja über ein Jahr Zeit, dass er eventuell gegen mich kämpfen kann. Soll er in einem Jahr, ist noch viel Wasser den Bach runtergelaufen, soll er in einem Jahr kommen, soll er mein Management kontaktieren, soll er tief in die Tasche gehen und dann schauen wir, wer diese Veranstaltung austrägt und dann soll er einfach kommen. Ist egal. Soll seine 100... Gut. Das ist doch eine Ansage. Kilo behalten, der soll gar nichts abkochen. Soll er kommen, wie er will. In einem Jahr, schauen wir, was im einen Jahr passiert. Da wird er noch ein paar Flaschen gekämpft haben und dann schauen wir, wie es gelaufen ist. So. Also sorry, wie kann man denn dem seine Art feiern? Wie kann man so unsympathisch reden? Das ist mal ernst und so respektlos. Digga, was für, ich behalte meine 100 Kilo. Wenn ich gegen dich kämpfe, dann kämpfe ich in der gleichen Gewichtsklasse, Punkt. Dann kämpfen wir... Light Heavyweight oder was auch immer, Catchweight oder kein Plan. Würde ich sagen, das ist mein letztes Wort zu ihm. Ich meine, das sind ja jetzt wieder die gleichen Videos. Man kann jetzt noch mal ein paar Mal hin und her. Ja, der ist schwer. Das bringt auch gar nichts. Und das ist einfach sowieso Zeitverschwendung. In der Zeit könnte der ein bisschen mehr trainieren für dich. Genau. Und, hat er noch ein Ziel vor Augen, hat er ja gesagt. Genau. Er will den Champ, und wenn der Champ kommt. Der kommt. Wenn er nächstes Jahr, Ende des Jahres sagt, ey Christian, lass kämpfen, du bist ready. Kein Problem. Gut. Das ist gut. Findet der Kampf statt? Mein Urin sagt mir aber, der findet nicht statt. Echt? Dein Urin, Alter. Erstmal übergeben. Ja, Leute, das war unser letztes Video zu dem Thema hier. Small Clown Smick. Oder wie auch. Boah, ey. Boah, der Kampf wird definitiv stattfinden. Auch immer heißt. Nee, Spaß beiseite, das war unser letztes Video, da habe ich keinen Nerv mehr drauf. Katharina? Okay, was soll ich dazu sagen? Viele Beleidigungen, viele respektlose Äußerungen, viele angewiderte Mimiken von ihm, aber es interessiert mich alles gar nicht, weil was mich interessiert, ist, dass er gesagt hat,
dass ich kommen kann und dass der Kampf stattfinden wird. Ich freue mich. Ich freue mich sehr. Ich danke dir für deine lieben Worte, liebe Nummer 17. 19, sorry, 19. Ich hoffe, dass meine Hand schnell heilt, dass ich bald wieder trainieren kann. Ende November ist es soweit. Mein dritter Kampf in diesem Jahr gegen Alexander Wesener höchstwahrscheinlich wird stattfinden. Auf diesen Fight freue ich mich auch. Auf den werde ich mich auch erst konzentrieren. Das wird für mich auch erstmal das letzte Statement zu diesem Thema sein. Es geht mir schon wirklich auf den Sack, über ihn zu reden und ihn anzuschauen und seine Mimik zu sehen. Habe ich auch keinen Bock mehr drauf. Er meinte, ich kann in der Zeit auch trainieren. Ich meine, er sitzt genauso vor der Kamera. Also was soll ich dazu sagen? Jeder weiß, man trainiert nicht 24 Stunden am Tag. Um mein Training braucht er sich keine Sorgen zu machen. Darum kümmere ich mich schon. Und ansonsten war es das zu diesem Thema. Da kommt auch erstmal nichts mehr. So, und jetzt vorerst meine letzte Ansage an dich, lieber Christian. Du brauchst für mich keine 2 Wochen Vorbereitung. Schön, du möchtest, dass ich meine 100 Kilo Kampfgewicht behalte. Schön, ich werde dich aber trotzdem verschlagen. Ich werde das Gleichgewicht haben wie du, dass im Nachhinein nicht irgendwas gesagt werden kann. Du nimmst mich nicht ernst. Okay, alles gut. Du kannst mich beleidigen, du kannst respektlos zu mir sein, aber wir reden nach dem Fight. Alles, was für mich zählt, ist, dass du gesagt hast, dass der Kampf stattfinden wird oder stattfinden kann. Deine Freundin, wer auch immer das war, meinte ja, dass der Kampf nicht stattfinden wird. Und ich garantiere hier an dieser Stelle, wenn du zusagst, werde ich gegen dich kämpfen und ich werde dir in den Arsch treten. Ansonsten wünsche ich euch eine wundervolle Zeit. Vielen Dank, dass ihr wieder mit am Start wart. Lasst ein Like da, aktiviert die Glocke und folgt mir gerne auf Instagram. Das war's zu diesem Thema. Euer Micha Smolik. Haut rein.